Nach des Skandalen, eigene Show für Comedian Faisal Kawusi. Der Comedian Faisal Kawusi, 26, glänzte in diesem Jahr nicht unbedingt mit positiven Schlagzeilen. In einem Stand-up-Programm riss der Entertainer im Oktober einen rassistischen Witz, der auf Kosten von Tänzerin Mozi Mabuse, 36, ging und wurde dafür hart kritisiert. Dennoch soll der Afghane nun eine eigene Show auf Sat.1 bekommen, mit prominenter Unterstützung in der Pilotfolge. Laut DWDL-Berichten sollen die Dreharbeiten zur neuen Faisal Kawusi-Show in Köln in den nächsten Tagen starten. Für die Pilotfolge ist schon ein erster prominenter Gast angekündigt worden, soll den beliebten Moderator Luke Mokridge, 28, begrüßen dürfen. Der TV-Sender kündigt das Format jetzt vollmundig an, es soll sich um eine selbstironische Show handeln, mit gedanklicher Schärfe und viel Humor. Wann und ob sie tatsächlich an den Start geht, ist allerdings noch nicht bekannt. Und den 26-Jährigen verbindet bereits eine gemeinsame Fernsehgeschichte, war nämlich mehrfach in der Late Night Show des gebürtigen Bonners zu Gast. Dass auch der 28-Jährige jetzt seinem Senderkumpel einen Gegenbesuch abstattet, verwundert da nicht. Würdet ihr euch die neue Sendung mit dem Vollbartträger ansehen? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab.